Also, meine Meinung zum Thema Exilia. Es ist ja gut und recht. Aber ich finde es einfach überrissen gesponnen, wenn man für, sage ich jetzt mal, kleine Artikel, die wenig Wert haben, einfach das Gefühl hat, man müsse auf gut Deutsch gesagt, weiss Gott, wie viele Punkte verlangen. Ich meine, sorry, aber wieso das da das Team von Exilia nicht möchte, begreife ich nicht. Es kann doch nicht sein, dass wenn ich ein T-Shirt, ein Hemd oder ein Kleidungsstück x-beliebig sehe, Schuhe, dass man einfach 500-600 Punkte muss verlangen. Obwohl das eigentlich, ein T-Shirt kostet vielleicht 40-50 Stutz, bei allen Schuhen 60-70 Franken, je nachdem. Aber das ist doch einfach hirnrissig. Das kauft doch niemand. Das geht einfach nicht. Ich kann auch nicht für bei meinen Hosen, die ich vielleicht zweimal angehabt habe, 200-300 Punkte verlangen, wenn es so 40 Schutz sind. Das ist einfach kindisch. Wer will das schon? Wieso sollte ich nicht für das Bärli Hosen, wo ich 40 Franken zahle, 2-3 Mal geträgt habe, wieso soll ich nicht einfach weniger verlangen, wenn es auch für wenig gut schnell gehen kann und schön ist? Es geht ja nicht um Geld, es geht ja um Punkte. Wenn es um Geld geht, würde ich es vielleicht noch hinten verstehen. Aber Punkte ist für mich nicht gleich Geld, weil ich keine Punkte in Geld umwandeln kann. Also finde ich es ein bisschen pirrenweich. Also nein, ich frage mich einfach. Aber das sind alles so punktgeile Leute, sage ich jetzt einmal. Und da auf Exilla. Und das andere, was ich einfach schwach finde, wenn ich etwas loswerden will, dann tue ich es überall rein. Tutti, Hannibis, Facebook, Ricardo, eBay, Amazon, weiss der Teufel was. Keine Sau, keine Sau will es. Egal, ob ich ein paar was ich mache. Bei Exilla wirst du jeden Scheiß los. Jeden hohen Scheiß. Und ich mache es schon wenig. Für wenig Punkte. Wenn ich für ein elektrisches Gerät mal 300-400 Franken gezahlt habe, bin ich froh, wenn ich es für 80-90 Punkte los habe oder weniger. Ist doch mir scheißegal. Was habe ich davon, wenn ich sage, ich will meine 300-400 Punkte wieder, wenn ich mal so viele Franken gezahlt habe? Das nimmt mir niemand. Dann lieber so klein und günstig und schnell weg, wieder einfach gross und teuer und es liegt lang rum. Das ist einfach, ja. Und wenn wir an die Leute, wenn man mir schon reinschreibt, Abholung durch Käufer, wieso will es denn niemand? Muss man es denn immer liefern oder bringen? Sind denn die Leute einfach zu faul? Was studiert denn die? Nichts. Einfach nichts. Aber wir müssen sie immer holen, 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 holen. Aber ja, Kinder sind ja lieber. Ist einfach birrenweich. Wortwörtlich birrenweich. Ganz ehrlich. Und so Zeug stresst mich einfach. Darum sage ich, das, was ich noch loswerden möchte, das mache ich noch. Und nachher ist es für mich gelaufen. Es hat einfach nur noch Scheißdreck drin. Die Leute werfen nur noch Scheißdreck hier. Da kannst du doch alles nicht brauchen, ja. Mehr zum Kübeln, Wokenhaustausch, mehr nicht. So, jetzt wünsche ich einen schönen Abend. Jetzt habe ich meine Meinung gesagt. Jawohl, viel Spaß noch.